Folge Nummer 67 von Oxygen Not Included. Ja, der Mordrock hat ja geschrieben, hier unsere Pufts, die sind die gelben hier, Puschel, die brauchen schmutzige Luft, wie wir gerade hier gesehen haben, kommt da was rein. Das kann ich dir auch gerade zeigen, dass wir Lüftungsoverlay machen wir gerade an. Hier siehst du, hier ist ja das schmutzige Wasser, da kommt der dreckige Schleim und der wird permanent hier rein. Also die verhungern jetzt definitiv nicht. Und Schleim kommt da wahrscheinlich auch rein, allerdings vielleicht ein bisschen wenig. Wir müssen gucken, dass das ein bisschen mehr wird, obwohl es eigentlich schon läuft, ne? Wir müssen gucken, dass wir da das irgendwie mit dem Dreckigen hinkriegen. Aber okay, das Gas, das wird uns jetzt das nächste Problem sein, weil hier das nicht klappt. Und Sauerstoff ist auch ein Problem. Was hatten wir noch? Ach, die Farmbauziegel. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich sie hingebaut habe. Muss ich natürlich zuerst bauen und dann baue ich die normalen Ziegel, so wie hier jetzt ist es, glaube ich. Hydrische Farm und Ziegel ist da schon drunter, deswegen geht's. Also hier kann ich jetzt, wenn ich da die nächste Farm bauen möchte, erst den Ziegel abbrechen und dann die Farm bei Nahrungsvase. Weil hier ist denn das? Das ist die, glaube ich, ne? Ja, haben wir das Wasser so machen. Das bedeutet, das sollten wir überall so machen. Den Abbau, den Bau abbrechen und den direkt dahin machen. Dann geht das auch, ne? Mach das mal alles weg. So, und dann bauen wir die Nahrung hier und dann die Ziegel da. So dahin, ne? Dann passt das wieder, oder? Gut. Das hatte der Mordrak da noch geschrieben. Sauerstoff ist natürlich ein Problem. Unsere Sauerstoffproduktion findet hier statt. Ist aber nicht so prickelnd. Mal gucken, was gerade hier reinkommt. Das sind Dingenssamen, ne? Dekosamen sind das nur. Aber Leute können wir uns sowieso nicht leisten. Also nehmen wir gerade die Dekosamen. Die können wir irgendwo einbasteln, ne? Damit es schöner ist. Das ist auch noch so ein Problem. Schöner, ne? Gut, was haben wir noch? Algensuche wäre angesagt. Ja, wo haben wir Algen? Hier gibt's Algen. Aber hier gibt's wahrscheinlich auch Keime. Das ist auch ein großes Problem. Da habe ich tatsächlich Schiss vor. Weil Keime sind echt schwierig, ne? Gibt's hier Keime ohne... Schleim ohne... Keime? Nee. Ich dachte, weil das so ein bisschen andersfarbig aussieht, aber... Das ist es nicht. Was haben wir hier? Magmatit. Achso, hier war noch kalt, ne? Da haben wir zwei dieser Keuchwurzeln, die wir vielleicht holen sollten. Um die dann hier oben einzupflanzen. Da wollten wir ja auch Frau Töpfe, haben wir doch da mal irgendwann hingestellt, ne? Ja. Vielleicht sollten wir die mal zwei priorisieren. Pflanzkisten, zwei mehr machen, damit die schneller werden. Und wenn die zwei da sind, sehen wir zu, dass wir die da unten kriegen. Damit es da oben kälter wird. Damit unser Wasser kälter wird. Wenn unser Wasser kälter wird, werden unsere Farmen hier vielleicht besser laufen. Wo waren sie? Hier. Ja, die sind zu warm, ne? Ich sehe nur zwei Keuchwurzen, also... Ja, wir müssen... Hier haben wir ja schon angefangen hinzubauen. Bleistein haben wir da. Vielleicht sollten wir das mal definitiv besser in Angriff nehmen hier. Mach doch mal so. Dann wird das heile gemacht, ne? Genau. Ne, dann bauen wir das. Dann bauen wir hier noch weiter. Hier weiter. Jetzt haben wir den erwischt, den wir nicht erwischen wollten. Ich glaube, wir wollen es besser so machen, vielleicht erstmal. Oder? Dann gucken wir uns das hier mal an. Okay, da wird natürlich sofort gebaut. Ist klar, aber hier ist auch Chlor. Dann sollten wir vielleicht die Schleuse als erstes fertig kriegen. Jetzt ist schon zu spät, jetzt hat er schon gebaut, naja. Okay, Bleistein ist zum Desinfizieren gut und so, ne? Wenn ich hier baue, kämen wir dann da hoch? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja hier auch Anzüge, also so schlimm ist es nicht. Aber wir wollen natürlich hier unten vielleicht hin. Lass uns mal hier eine Leiter bauen. Und dann gehen wir hier erstmal hin. Mach die beiden weg, dann kommen wir hier weiter hin und dann kommen wir mit einer Leiter nach hier unten.
geht schon mal was, wenn. Na, da geht nichts. Und dann müssten wir nach hier uns rüber buddeln. Würde ich jetzt. So machen, oder? Dann sollten die da hinkommen. Und dann können wir die Wurzel auch noch holen. Und entdecken vielleicht noch ein bisschen mehr. Hier gibt es bestimmt auch wieder Keime, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, wie es hier noch weitergeht. Hier unten waren auch Keime. Lass uns mal gerade Keime gucken. Keime sind überall, ey. Sind voll eingesperrt in den Keim. Ne, hier nicht. Aber hier haben wir auch schon ein bisschen was gebaut. Hier gibt es Schleim, den wir abbauen können, der nicht kontaminiert ist. Und hier ist auch noch was, was wir entdecken können. Warte mal, was ist das? Ne, ist Granit, Sand. Hier sind zwei von den Typen. Hier gibt es auch Schleim, der nicht kontaminiert ist. Den könnten wir dann in Algen umwandeln. Wie sieht es hier aus? Ah, der ist kontaminiert. Ah, hier ist er nicht kontaminiert. Das ist ja direkt bei uns. Okay. Das ist Ton und hier sind, könnten wir den Schleim holen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie geht's hier weiter. Hier könnte man noch hoch sich buddeln und gucken, was da oben ist. Tja, das sollten wir uns mal gerade hier so ein bisschen markieren, ne? Da soll es lang gehen. Und jetzt sollten wir diese Richtung auch noch basteln, ne? So, da haben wir so einen Pfeil dann gebaut, damit wir das mal so ein bisschen markiert haben. Da geht nichts. Hier auch nicht. Und hier geht's noch lang. Da müssten wir mal gucken, ob wir hier lang kommen. Prinzipiell auch hier unten lang, ne? Das sehe ich jetzt leider nicht so. Dann haben wir das so gebaut, dass man das da vielleicht erkennen kann, dass wir da runter wollen. So. Hier ist jetzt aber noch nichts passiert. Und wo ist unser Problem dann weiter? Was haben wir noch? Algensuche? Keime. Keime sind klar ein Risiko für mich. Die Puffs, die produzieren leider nicht genug oder könnten genug produzieren, aber wir müssten weiter ausbauen. Haben wir hier schon einen zweiten gebaut für die? Dass wir hier noch welche reinlassen? War das noch ein Gedanke? Wahrscheinlich, ne? Dafür müssen wir die Prio aber auch hier erhöhen, ne? Dass hier der Raum gebaut wird, wenn... Und wenn der zu ist, dann können wir die da reinlassen. So. Wieso geht denn der mit der Glaskugel hier hin? Wie hat er denn jetzt in die Basis geschafft? Oh oh. Der hat diesen Weg beschritten, weil es hier jetzt offen ist. Was macht er denn jetzt hier? Oh, der muss jetzt, der muss zur Basis. Der soll einen Anzug ablegen, auf jeden Fall. Wo ist denn der jetzt? Wer war das? Ich sehe ihn jetzt nicht mehr.
Ah, hier ist er. Ja, okay, er hat den Anzug auch so abgelegt wohl, aber wir müssen gucken, dass die nicht neben der Schleuse herkommen. Das ist der Weg da lang. Das bedeutet, wir machen mal hier die Schleuse zu, oder? Weil das bringt uns da ja nichts. Wir können ja hier auch rein, ne? Da musst du. Sonst kommen die hier nicht an dem Ding da vorbei. Jetzt fehlt hier der Anzug natürlich, ne? Anzug liefern, machen wir da mal. Er geht da jetzt auch tatsächlich rein, ne? Aber zum Glück geht er auch wieder hoch. Verhungern und Nahrungsmangel. Wer verhungert? Hier verhungert einer, weil er nichts isst, oder was? Aber Essen ist noch ein bisschen da. Hier können wir noch was reinpflanzen. Wie sieht denn das hier aus mit Versorgung? Wir haben sogar eine Keuchwurz, sehe ich gerade. Dann sollten wir die definitiv hier oben... Aha, den haben wir aber schon auf 9 gestellt, ne, und baut keiner. Da geht leider keiner hin. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Sauerstoff wird hier produziert, oder? Ja, wenn sie an ist, läuft's, ne? Sie ist nur nicht immer an. Und deswegen wird's hier so rot, ne? Hier ist ja genug Sauerstoff drin, ne? Einfach mal die Tür hier aufmachen. Vielleicht macht's Sinn, ne? Öffnen und machen wir auf 9 auf. Damit der Sauerstoff da mal rauskommt. Aber nee, das ist ja auch gleichzeitig nicht Sauerstoff, ne? Sondern Wasserstoff. Komm, das hat keinen Sinn. Nee. Lass die Tür mal so. Machen wir da oder machen wir sogar auf 1. Oxyfan. Ach, der macht Sauerstoff. Hm. So, jetzt wird hier weitergebaut. Das ist ja schon mal nicht verkehrt, ne? Damit die da rein können. Er bringt auf jeden Fall Ware. Und er ist wieder hier lang gegangen, ne? Ich glaube, wir sollten hier mal die ganzen Türen aufmachen, ne? Weil da laufen wir ja doch mit Anzugrennen rum. Dann brauchen die Türen doch da gar nicht zu sein, oder? Hier schon, wegen der schmutzigen Luft. Ich weiß nicht, ob da einer Filtermaterial zum Beispiel bringt und so. Dann macht Sinn, dass das offen ist. Die muss zu sein, damit die nicht abhauen. Leiter hat es jetzt tatsächlich geschafft, fertig zu werden. Ah, Strom. Ist jetzt nicht da. Hier geht es eigentlich eher um die Sauerstoffproduktion wie ums Wasserstoff, weil Wasserstoff ist jetzt nicht so unbedingt das große Problem. Also hier wächst ja noch ein bisschen zwischendurch mal. Allerdings jetzt gerade wegen Dingens vielleicht eher nicht, oder? Na doch. Ist da auch einer hochgegangen? Nein. Wie sieht es mit den Punkten aus gerade? Ah, er kann. Nur was kann er? Ist die Frage. Verbessert Drehfähigkeit dann, denke ich mal, ne? Macht Otto. Otto kann auch noch. Otto kommt dann hier auch. Verbesserte Tragfähigkeit. Wir haben ja alles andere. 3. Hier sind überall Leute eingetragen. Bis auf Mechatronic sind überall Leute. Ja, das denke ich mal, machen wir da auch noch. Er hat schon reichlich. Wir könnten eine Stufe hier erhöhen, dann wäre er aber am Limit. Das wollen wir nicht. Und bei Harold war das sowieso schon übers Limit hinaus. Der kriegt schon Stress wahrscheinlich dann. Hm. Dann ist das schon mal geklärt. Er kriegt jetzt hier neuen Helm. Ne, einen Helm kriegt er nicht, einen neuen auf. Kriegt nur die Eingebung.
Hier war der Schleim kontaminiert, ne? Ja. Hier war nicht kontaminiert. Ne, da ist er auch kontaminiert. Wo wandert? Hier gibt es noch Algen. Hier oben war es nicht kontaminiert, okay. Aber da will ja keiner hinlaufen, ne? Das ist unser größtes Problem, oder? Ich glaube, das ist sogar eine Alge, tatsächlich. Dann grab die mal aus. Und grab das auch mal aus. Das lass mal so. Das müssten wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob sie hier rüberkommen. Dann müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Aber da geht sowieso gerade keiner hin, oder? Wäre schön, wenn hier die Prio ist. Doch schon auf 9 für die Pflanzkiste. Genauso wie die auch. Da geht aber keiner hin. Warum geht da keiner hin? Das ist die Frage. Hier gibt es Essen auf jeden Fall. 3000, 4000. Was macht der Sauerstoff? Ah, durchwachsen, ja, aber nicht so gut. Hier geht's gerade so mit dem Sauerstoff. Wieso produziert der hier nicht? Fehlende Algen wahrscheinlich, ne? Oder warum geht der nicht? Steht jetzt nichts dran, oder? Ich glaube, den müssen wir mal höher setzen. Der ist schon auf 9, dann macht den auch auf 9. Weil ist da auch ein kleines Problem dran. Ne? Also Schleim muss vorangehen. Aber dafür muss hier vorangehen. Warum bauen die jetzt gerade hier nicht? Jetzt kommt da wieder einer. Tür geht auf. Und jetzt baut er hoffentlich hier was. Sind zu zweit sogar. Sehr gut. Aber bauen ein Ziegel und gehen wieder. Shit. Und sie geht auch noch eine falsche Stelle raus. Sie holt Wasser. Okay. Fällt hier denn irgendwann mal was runter? Müsste ja, kommt ja langsam nach. Also hier fällt es schon, aber hier noch nicht. Müssen wir da mehr aufmachen, dass das besser wird? Wäre jetzt nicht so meine Vorstellung, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, vielleicht ist es nicht verkehrt, da mehr Wasser hinzukriegen, ne? Obwohl das hier sehr warm ist. Es kühlt erst hier ab, oder? Hier sind es nur 33 Grad. Ja, ich glaube, ich lasse das besser so. Die Frage, wann es hier rüber geht, ne? Wir werden sehen. Hier dreht tatsächlich einer am Rad im Anzug, ey. Travaldo. Was ist hier mit dem Strom? Der hat keinen Strom. Warum hat er keinen Strom? Der Generator... Ach, weil die Batterie leer ist. Und warum geht der Generator nicht? Weil wahrscheinlich ein Stau im Rohr ist, oder? Ja, aber der könnte... Ach so, der... Ja, da waren sie wieder, unsere Probleme mit dem Abgas. Wir haben hier einen Überdruck. Den müssen wir irgendwo loswerden. Ja, ich sehe schon. Folge ist auch schon ziemlich lang. Machen wir erstmal hier einen Cut. Wir müssen an den Überdruck weiterarbeiten. Das ist unser Problem. Wir haben hier schon längst aufgemacht. Was macht er? Er macht den Dingens rein. Wasserstoff und Kohlenstoff aus der Luft zu füllen. Das Wasser und Kohlenstoff aus der Luft zu füllen. Schmutziges Wasser gibt es dafür. Produziert aber keine atembare Luft. Das ist also eine Einbahnstraße in dem Sinne.
Wenn er das nur rausfiltern, müsste aber doch... Ich verstehe das mit dem Druckverhältnis noch nicht so ganz. Das ist noch unser Problem. Da müssen wir definitiv dran arbeiten. Hier kommt natürlich immer mehr Druck rein durch den Erdgasschlot. Wir müssten hier oben mal was verbrauchen vielleicht. Aber hier wird nichts gebracht. Knorpel werden fehlen. Wir müssen definitiv zusehen, dass wir da vorankommen. Die Knorpelbeeren wachsen wo? Nee, da. Körpertemperatur 5 bis 30 Grad dürfen die nur haben. 0 Grad haben wir hier. Ja, das ist schon zu knapp. Hier gibt es tatsächlich gerade was zu essen. Das ist schon mal etwas. Frittierten Schleim haben wir immer, ne? Das, also immer auch nicht, aber den machen wir. Es wird so schwer, ne? Juice müssten wir eigentlich machen, damit ne, die Moral besser wird. Aber 56%, wir waren schon schlechter. Harold hat natürlich schlechte Karten. Aber Harold baut gerade hier das Ding fertig. Okay, Harold. Das machst du sehr gut. Jetzt müsste dann nur noch das fertig gebaut werden, ne? Das macht mir auch noch Sorgen, ja. Die Zeit. Schließ die Tür ab. Ist gerade so. Und schließ die Tür auf 9 ab, damit sie auf jeden Fall zugemacht wird. Dass er da durchlaufen, ist ja jetzt gar nicht mal so schlimm. Der Raum geht ja noch, sogar mit Sauerstoff auch gut. Den machen wir, das müssen wir nur zumachen, wenn die da hoch sollen. Hier muss das Erdgas weg, ne? Da kommt der nächste. Ari macht die Tür zu. Okay, das ist schon mal gut. Okay, ja, dann wissen wir Bescheid. Sauerstoff ist immer noch nicht im Griff. Müssen wir noch dran arbeiten. Irgendwann haben wir es dann soweit, ne? Der kann mal zerlegt werden. Ich glaube, das ist nichts Schlimmes mehr. Sind wir hier weiter? Nein, sind wir auch nicht weiter. Es ist leider gerade etwas schwierig mit dem Bauen. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.